Hey Leute, was geht ab und willkommen zurück zu einer neuen Folge Atlas. Wir starten wieder hier auf dem Schiff, wo wir aufgehört haben in der letzten Folge. Es ist mal wieder Nacht. Wir befinden uns momentan, wie ihr rechts oben seht, in der Combat-Phase. Es kann also sein, dass die Insel hier angegriffen wird. Das Ganze geht noch eine Stunde und 20 Minuten. Bisher ist noch alles safe hier. Und ja, wir haben in der letzten Folge angefangen, unsere Base zu bauen. Das werden wir jetzt auch direkt mal weitermachen. Gehen noch mal kurz an unsere kleine Hütte, das Klohäuschen, wie ich es mittlerweile nenne, und gucken, ob wir da noch Material drin gelassen haben. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau. Da ist eine Klapperschlange, die kann uns mal Buckel runterrutschen. So. Ja gut, nicht wirklich viel, das nehmen wir aber trotzdem mal mit. Das rüsten wir mal aus für die Schlange. Wow, jetzt hat es uns doch noch erwischt. So, jetzt sind wir tot. Okay, dann gehen wir mal gucken, was wir jetzt so brauchen. Also als erstes mal Wände. Das Problem ist, ich weiß halt auch noch nicht so genau, wie ich jetzt die Base aufbauen werde. Weil ich auch noch nie auf so einem Cliff gebaut habe. Können ja noch mal kurz gucken. Und ein Äffchen wartet hier oben auf uns. Okay, den brauchen wir aber jetzt nicht. So. Also das hier mit der Tür, das klappt ja scheinbar nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber was klappen könnte, eventuell, na, wie hatte ich das jetzt eigentlich gedacht? Ja, egal, wir machen jetzt hier erstmal ein paar schräge Dächer. Ja, schräge Dächer, sehr logisch. Ah, jetzt bin ich schon wieder runtergefallen. Okay, ich glaube, das wird auf Dauer so ein richtiger Running Gag, dass ich von dieser Plattform runterfalle. So, wir begeben uns mal auf unser Schiff. Kein anderes Schiff in Sicht, das ist gut. So, hier noch irgendwas drin. What? Ja, da ist viel drin. Hier ist wahrscheinlich nichts mehr drin. Ja, nur noch ein bisschen. So, dann nehmen wir mal hier das. Hanf, Wood, Lightwood, okay, ich sehe gerade, Thatch fehlt uns. Wir haben zwar ein bisschen, aber wir wollten ja auch einiges hier im Schiff aufbewahren, falls wir mal abhauen müssen. Auch zum Reparieren und so. Deswegen gehen wir nochmal schnell farmen. Das geht ja relativ schnell, denke ich mal. Ich mache trotzdem einen kleinen Cut rein, ansonsten überziehe ich die Folge wieder zu sehr und Farm will keiner mehr sehen. So. So Leute, ich habe jetzt ein bisschen gefarmt, zwar nicht allzu viel, aber es reicht erstmal. Wir gehen jetzt hoch auf die Plattform und gucken mal, ob mein kleiner Plan irgendwie funktionieren würde. So, halt da lang muss ich. So. Bin mal gespannt.
Ah, okay, das würde gehen. Das zum Beispiel nicht. Okay. Ich wollte sie eigentlich nach außen haben. Ups. Ah, Mann, ey. Ich glaube, so funktioniert das dann nicht. Das will ich auch nicht nach außen. Halt, da war's doch. So, jetzt brauchen wir natürlich noch einen. So würde das klappen. Ja, okay, dann machen wir das jetzt erstmal so. Dann würde ich sagen, ja, reiße ich jetzt erstmal hier oben die Dinger wieder ab. Wir fallen sowieso ständig runter. Da ist es dann auch egal, ob wir jetzt hier was zu klettern haben oder nicht. Denn die Base soll ja sicher sein, dann müssen wir halt ein bisschen tüfteln dafür. Ja, der muss weg. Auch weg. Und das auch. Okay. Und tot. Nee, doch nicht. Glück gehabt. So, jetzt müssen wir uns halt überlegen. Aber ich hätte vielleicht schon mal durchzählen können. Na gut, jetzt ist es zu spät. Wir gucken mal, was wir hier. 11. 11 Stück, ja, vielleicht hätten wir auch direkt oben bleiben können. Wir verhungern, wir verdursten, wir haben wirklich alles, was man gerade haben kann. Dann craften wir die jetzt mal. Das geht ja hier relativ schnell. So, perfekt. Das können wir sogar zumachen. Das ist sehr gut. So, jetzt haben wir wie viel noch übrig? Ein, okay.
Hier können wir nicht rein. Da müssen wir uns was einfallen lassen, aber hier so vielleicht irgendwie. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 8 Stück bräuchten wir noch. Kamikaze Jump! Bam, wir sind in Jul, wir haben Broken Bones. Ja gut, dann gehen wir jetzt aufs Ganze und kloppen den hier mal auf den Popo. Damit der uns jetzt ein bisschen schneller hier killt. So. Das ging einfach. Wir wurden einfach mal in die Ecke geklatscht. So, wir spawnen auf der Black Horizon. Okay, was brauchen wir jetzt noch? Wood. Das fehlt uns am ehesten. Das kriegen wir hin. So, jetzt. So, die Bäume hier oben klatschen wir noch weg und dann gucken wir erstmal, wie viel wir jetzt schon herstellen können. So. Perfekt, genau 8. Okay, da oben fällt Zeug runter. Ich glaube, da oben farmt jemand. Könnte das sein? Na egal. Wir gucken jetzt erstmal, dass wir hier unsere Base fertig kriegen. Sobald wir safe einen festen Fuß auf dieser Insel haben, werden wir auch mal gucken, dass wir mal Kontakt zu Dark Matter bekommen. Aber vorher eben erst die Arbeit, dann das Vergnügen. So. So, genau, das brauchen wir. Einmal hier. Da haben wir es schon. So, dann einmal hier. Okay, hier kriege ich es nicht zu. Okay, das ist jetzt ein bisschen doof hier. Okay, das geht eh. Okay, dann machen wir das so. Halt. Wir noch einen.
Nee, aber natürlich nicht. So, aber im Prinzip denke ich mal, dürfte man das so verstehen. Mit den Zacken hier jetzt. Wir können es ja mal probieren. So, wir kommen nicht weiter. Und selbst wenn wir weiter kämen, ist dann die Schräge. Und falls man die Schräge dann auch noch überwinden sollte, kommen jetzt noch mehr Zacken. Ganz einfach. So. Ja, da das jetzt hier wieder einiges zu farmen bedeutet, würde ich sagen, ich mache hier wieder mal einen kleinen Cut rein und wir sehen uns, wenn wir die ganzen Teile zusammen haben. Bis gleich, Leute. So, Leute, ich bin wieder zurück und befinde mich gerade auf dem Schiff. Denn, wie ihr seht, ja, wir haben hier so den größten Umkreis komplett leer gefarmt mit Bäumen. Deswegen gehe ich jetzt erstmal hier rein, pack das ganze Material in die Smithy. So, damit wir wieder gescheit laufen können. Schmeißen wir weg. So, dann platzieren wir schnell hier unsere Ceilings. Denn ich habe noch einen anderen Plan. Bevor wir jetzt. Was war das? Kann irgendwas umgefallen, oder? Ja, hat sich wohl nur so angehört, egal. Wir platzieren die Ceilings schnell. So, wo sind wir stehen geblieben? Vorsicht, nicht runterfallen. Okay, 14 Stück haben wir. Wahrscheinlich eh nicht ganz reichen. Ah, wäre ich jetzt fast runtergefallen. Doch, es könnte sogar reichen. Ha, perfekt. Wirklich punktgenau. So. Doch, das passt perfekt. Das ist ideal. So, jetzt jumpen wir hier wieder. Oder können wir hier irgendwie. Ach, Glück gehabt. Wir sind ausnahmsweise nicht gestorben. Jetzt regnet's. Jetzt auch nicht so schlimm. So, und jetzt zu meinem Plan. Ah, meine Nase ist immer noch total zu. So, wir gehen jetzt aufs Schiff. Also das ist eine Mechanik, die finde ich zu kotzen. Mit der Leiter hier am Schiff. So, dürfen nicht vergessen, das Ding einzuziehen. Eigentlich können wir auch hier oben hin. Müssen wir sowieso. So. Und jetzt packen wir einfach mal alles, was wir haben, hier in unsere Box rein. Die Klamotten nicht vergessen. So.
Was ich jetzt vorhabe, wir gehen zum Bett und voilà, es stehen sogar noch die Betten. Wir spawnen am besten hier auf dem Dach, dann sehen wir alles. Denn unsere jetzige Insel hat leider keine Metallvorkommen. Und meine alte hat ein bisschen was. Deswegen würde ich jetzt nach und nach immer mal dorthin reisen, ein bisschen sammeln und in die versteckten Schränke einpacken. Und bei Gelegenheit einmal rüberschippern und das ganze Zeug holen, damit ich was für einen Notfall habe. Dauert es immer ein bisschen länger, wenn man von Crit zu Crit reist. Ah, das habe ich vergessen. Ah, übler Fail. Wir kommen hier nicht raus. Das hat. Ist das da hinten? Ne, ist es nicht. Das hat auch so ein Ding, wenn man von Crit zu Crit reist, funktioniert der Trick mit dem versteckten Bett hier irgendwie nicht mehr. Dann bleibt man in der Decke stecken und kommt nicht mehr raus. So, jetzt müssen wir uns hier noch zu Tode boxen. Das geht. Wenn wir stecken bleiben, zum Glück relativ schnell. Wir haben ja auch keine andere Wahl. So, ich beschleunige das Ganze jetzt mal. So, das hätten wir geschafft. Wir spawnen wieder auf dem Dach. Ich hoffe jetzt. Okay, können wir nicht. Dann nehmen wir halt hier das Buschbett. Das geht zum Glück. Hinten ist ein Löwe. Dann ist ein fremdes Schiff. Das sind zwei. Okay. Das muss man auch erstmal wissen. Okay, spawnen wir hier. Können wir nicht, warum auch immer. Nehmen wir das Taming-Bett, egal. Oh, das gibt's doch nicht, ey. Oh Mann, ey. Diese scheiß Löwen. Wenn man mal einen sucht, findet man keinen, wenn man sie zähmen will. Aber wenn man sie nicht braucht, kommen die in Scharen auf einmal. Okay, wir gucken mal kurz. Sechs Spieler sind online. Das ist nicht viel. Ich kann gerade mal gucken, wie es hier in der Base aussieht. Hier wurde komischerweise noch nichts geplündert. Okay, das ist gut. Ist auch nichts. Gehen wir in unser Versteck oder holen unser Werkzeug. Die Metal Peak Bombe. Oh nee! Die hat hier so Schränke kaputt. Boah, ich krieg die Krise, ey. Das hier jetzt mit.
So. Den haben wir erledigt. Mann, was eine Geburt, ey. So, okay, Leute, der andere Tiger, Löwe, hat mir jetzt noch ein bisschen zugesetzt. Jetzt habe ich es mal rausgeschnitten, weil das jetzt schon ein bisschen peinlich wurde. Ich gehe jetzt hier noch ein bisschen Metall farmen und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, lasst ein Abo da, das würde mich riesig freuen. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Das war's von mir, euer Gaming X-Beast. Bis zum nächsten Mal und tschüss, Leute.